Herzlich willkommen zur fünften Vorlesung im Rahmen unserer Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation, die sich mit dem Thema User Experience Design oder kurz UX Design im Softwareentwicklungsprozess beschäftigt. Die Vorlesung Mensch-Maschine-Kommunikation findet statt an der Hochschule für Technik Stuttgart und wird gehalten von meinen Kollegen Professor Dr. Pardo, Professor Dr. Rausch und mir, Gero Lückemeier. Die Lernziele dieser fünften Vorlesungen sind, kennenzulernen, wie Usability Engineering Methoden integriert sein können in den Softwareentwicklungsprozess und das auch erklären zu können. Sie befinden sich also hier auf der blauen, auf der Verständnisebene in Bloom's Taxonomy. Das sollen Sie soweit verstanden haben, dass Sie es wirklich erklären können. Und dann gehen wir mit dem Beispiel vorgehen, was ich Ihnen illustrieren werde, samt der Beispielmethoden, noch eine Ebene höher. Sie sollen es im Anschluss an diese Vorlesung erklären, aber dann im Anschluss an unsere Praxiswoche tatsächlich auch anwenden können. Das ist das Ziel hier bei uns an der HAW natürlich, dass Sie Anwendungskenntnis erreichen in den Bereichen, in denen wir Sie ausbilden. Diese Lernziele übersetzen sich in folgende Agenda. Zunächst bringe ich Ihnen Usability Engineering Methoden und deren Integration in den Softwareentwicklungsprozess nahe und zeige Ihnen dann ein Beispielvorgehen auf, wie man User Experience Design, im Wesentlichen die Usability Engineering Komponente, in 5 Tagen durchführen kann. Und das wird dann genau das Programm für unsere Praxiswoche sein. Daran orientiert sich dann die Gliederung der weiteren Abschnitte. Tag 1 eben, in dem wir uns 3 Schritte anschauen werden, die Contextual Inquiry, die Personas und die Szenarien. An Tag 2 werden wir uns dann mit UI Prototyping beschäftigen, also wie Sie ein User Interface prototypisch bauen können. Dort erstmal den Low Fidelity, den papierbasierten Prototypen. Und an Tag 3 und 4 werden Sie dann Guidelines und Style Guides in einen elektronischen Prototypen umsetzen, basierend auf dem Low-Fi-Prototypen, den Sie am Tag 2 erstellt haben. Dieser wiederum basiert dann natürlich auf den Erkenntnissen und Ergebnissen von Tag 1. Am 5. Tag gibt es dann den Usability-Test als Krönung mit echten Testern, die Ihren elektronischen Prototypen verproben werden. So würden Sie auch im realen Praxisvorgehen im Unternehmen vorgehen. Ob Sie das auf 5 Tage verdichtet schaffen, lassen wir mal dahingestellt, aber wir hier können das für unsere Übung so nachstellen. Der erste Teil beschäftigt sich also mit den Methoden des Usability Engineering und deren Integration in den Softwareentwicklungsprozess. Dazu ziehen wir jetzt als erstes einen schematischen Softwareentwicklungsprozess heran. Selbst wenn Sie agil unterwegs wären, führen Sie trotzdem erstmal irgendeine Art Analyse, Problemstatement durch, modellieren das. Das kann minimal heute in einer Ticketing-Applikation passieren, dass Sie dort einzelne Tickets, einzelne Issues anlegen, die Sie dann in einen Backlog packen, wenn Sie mit Scrum arbeiten. Und natürlich überlegen Sie sich, wenn Sie diese Items aus dem Backlog ziehen, eine gewisse Feinspezifikation, die Sie dann im Realisierungsschritt umsetzen und im Anschluss evaluieren, sprich meistens testen. Diese Schritte, dazu haben Sie etablierte Methoden aus dem Software Engineering. Gleichzeitig, das haben wir eben in der 4. Veranstaltung motiviert, in der 4. Veranstaltung zu unserer Vorlesung hier, sollte man auch Methoden des Usability Engineering einsetzen, damit tatsächlich die Nutzenden am Ende zufrieden sind und die Applikation gerne und ohne gravierende Beanspruchungen nutzen können. Schauen wir uns die Schritte etwas detaillierter an. Der erste Schritt, Analyse. In dem kennen Sie aus der Software Engineering Ecke die Methoden Stakeholder Analyse, Stakeholder Interviews, Geschäftsprozessanalyse, Altsysteme können Sie analysieren, auch Dokumente oder Sie können auch mal Workshops veranstalten, um das zu erheben. Im Grunde sozusagen zum Teil auch als Gruppeninterviews oder ähnliches. Usability Engineering Methoden, die daneben stehen, sind eben genau diese Contextual Inquiry, auf die wir nachher noch näher eingehen werden. Aber natürlich können Sie auch hier Nutzende interviewen oder Fokusgruppen, die Sie für ein neues System im Auge haben, weil Sie vielleicht die Funktionalität oder den Fokus eines Altsystems verändern oder erweitern. Sie können natürlich auch einfach eine Aufgabenanalyse durchführen, was erledigen,
potenzielle Nutzende aktuell oder Sie können auch Fragebögen verteilen, klassische Erhebungsmethoden, außer der Contextual Inquiry, die wir gleich dann auch näher kennenlernen werden. Im zweiten Schritt in der Modellierung, da führen Sie üblicherweise eine Geschäftsprozessmodellierung durch. Im agilen Bereich erstellen Sie dann User Stories. Use Cases sind Ihnen sicher auch bestens bekannt aus dem klassischen Software Engineering. Im Usability Engineering, da entwickeln wir an dieser Stelle bei der Modellierung sogenannte Personas. Das werde ich Ihnen gleich noch näher erläutern, was es mit denen auf sich hat. Und eben auch Szenarien. Und aus diesen Szenarien kommen wir dann über Storyboards zu No-Fi UI-Prototypen, also zu Papierprototypen, die wir erstellen vom zukünftigen User Interface. Der dritte Schritt, die Feinspezifikation. Dazu können Ihnen natürlich diese Use Cases helfen im Software Engineering, die Sie in der Folge weiter detaillieren und um Ablaufdiagramme ergänzen, um nicht funktionale Anforderungen erweitern, um diese Bereiche auch zu greifen. Im Usability Engineering setzen Sie auf diesen Szenarien und Storyboards wieder auf und entwickeln daraus mit Hilfe von Guidelines und Style Guides elektronische UI-Prototypen dann in der Regel, die Ihnen helfen sollen, genauer zu greifen, was das realisierte System leisten soll. Während der Realisierung, da sollte die Prototyping-Phase abgeschlossen sein, greifen natürlich nach wie vor Usability-Guidelines und Style-Guides, die Sie in der Realisierung dann berücksichtigen sollten und welche Sie wie stark berücksichtigen sollten, sollte sich ja aus der Entwicklung und vor allem dem Test dieses Prototypen dann bis hierhin auch ergeben haben. Im Software Engineering, da klar, führen Sie Software-Architektur durch und nach einem technischen Design eben auch die Implementierung. Letzter Schritt wäre dann die Evaluation, in der Sie im Software Engineering in der Regel erstmal eine Review durchführen. Dann werden Sie sicher testen in irgendeiner Form, sowohl automatisiert als auch vielleicht noch händisch in einem fachlichen Abnahmetest. Und gegebenenfalls haben Sie Stellungnahmen zu Reviews oder zu Testergebnissen, die das Ganze als Methode ergänzen. Im Usability Engineering können Sie jetzt entweder ein Experten-Review durchführen oder Sie führen einen Walkthrough durch. Sie können einen vollen Usability-Test durchführen. Das werde ich Ihnen nachher noch vorstellen. Wie gesagt, findet bei uns ja am Tag 5 dann auch so statt. Sie können natürlich auch Checklisten verwenden, um zu sehen, ob Sie etwas vergessen haben, ob alles wirklich abgedeckt ist oder auch hier wieder Fragebögen zur Bewertung ausgeben, um die wesentlichen Beispiele zu nennen.